für den Protest und für die Protestler. Das Wiesencamp am Hambacher Forst. Seit rund 4 Jahren leben dort Dutzende Umweltaktivisten. Und genau so lange versuchen sie mit unterschiedlichsten Protestaktionen das Fortschreiten des Tagebau Hambachs zu verhindern. Aber die Zukunft des Camps ist ungewiss. Die Wiese gehört zwar einem Privatmann, der Kreis Düren, will sie aber trotzdem räumen lassen. Die dortigen Gebäude, so sagt der Kreis, seien illegal. Nun muss das Oberverwaltungsgericht Münster Ende des Monats darüber entscheiden. Das Wiesencamp heute Morgen kaum zu sehen, doch das lag wirklich nur am Nebel. Das Camp, es existiert noch, auch wenn vieles darauf hindeutet, dass seine Tage gezählt sind. Rückblende. Bereits 2015 hat das Verwaltungsgericht Aachen eine Klage gegen die Räumung des Camps abgewiesen, da von dem Wiesencamp keine symbolische Bedeutung für den Widerstand gegen die Braunkohle ausgehe. Und Wiesenbesitzer Kurt Klaassen befürchtet, dass sich Münster dieser Meinung anschließen wird, obwohl der 68-Jährige ganz anders denkt. Ohne das Camp würden die Bemühungen gegen den Tagebau, die würden im Sande verlaufen, das würde totgeschwiegen. Aber das Camp, das erregt die Aufmerksamkeit, das erfüllt eine ziemlich zentrale Funktion und gibt mir, sollte nach meiner Vorstellung mir die Möglichkeit geben, meine Position auch der Öffentlichkeit nahezubringen, um da mehr Unterstützung zu bekommen. Der Kreis Düren drängt aus mehreren Gründen auf eine Räumung. Zum einen, weil vermutet wird, dass vom Camp aus Straftaten begangen worden sind. Dabei wurden auch Mitarbeiter von RWE verletzt. Des Weiteren sind nach Meinung der Kreisverwaltung die Gebäude illegal errichtet worden. Deshalb sei eine Ordnungsverfügung zur Räumung der Wiese ergangen. In der freien Feldlage ist es also nicht erlaubt, bauliche Anlagen zu errichten, erst recht nicht ohne eine Genehmigung. Und die Genehmigungsvoraussetzungen, die sind hier definitiv nicht gegeben. Es dient nicht der Landwirtschaft, es ist sonst nicht privilegiert, so nennt man das im Baugesetzbuch. Der Kreis Düren geht davon aus, dass er auch vor dem Oberverwaltungsgericht Recht bekommt. Ob das Camp dann sofort geräumt wird, das ist die Frage. Freiwillig werden die Bewohner des Wiesencamps allerdings nicht gehen. Das wurde heute schon deutlich. Es ist ein ganz wichtiger Dorn im Auge von der RWE und es zeigt RWE auch einfach, wir lassen es hier nicht unterkriegen. RWE kann nicht einfach den Planeten zerstören und kann nicht einfach Natur zerstören. Es wird hier immer Widerstand geben und wir lassen es auch nicht unterkriegen. Wir haben nur eine Erde in diesem Sinne, ne? Und immer muss man irgendwo anfangen, ne? Es ist alles ein Wandel unterworfen, ne? Und ja, warum kann dieser große Konzern nicht sagen, dann verzichten wir drauf, ne? Da würden sich bestimmt keine schlechten Karten machen. Auch bei einer Niederlage in Münster will Wiesenbesitzer Kurt Klaassen den Kampf nicht aufgeben. Er will dann vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ziehen. RWE wollte sich auf Anfrage heute nicht äußern, weil der Konzern an dieser juristischen Auseinandersetzung nicht beteiligt ist. Und der Hambacher Forst kommt auch weiterhin nicht zur Ruhe. Gegen die geplante Rodung des Waldes durch RWE haben die Umweltaktivisten mehrere Protestaktionen in den nächsten Wochen angekündigt.